In der Ausstellung für diesem Jahr haben wir uns überlegt, dass wir mit dem Thema der Play 18 besonders kreativ umgehen müssen. Das Thema ist ja nicht so was Einfaches wie Zeit, sondern diesmal geht es wirklich darum, Änderungen hervorzurufen oder Spiele zu zeigen, in denen sich etwas ändern lässt. Also Zukunftsfragen. Und diese Zukunftsfragen, dachten wir, behandeln wir nicht einfach, indem man einen Spiegel vorsetzt oder Spiele auswählt, die ein bisschen was erzählen, so wie das in der Zukunft sein kann. Sondern wir wollen unsere Besucher hier wirklich in die Lage versetzen, direkt selbst am Hebel zu sitzen und über die Zukunft in den Spielen zu entscheiden. Und deswegen haben wir unterschiedlichste Themenbereiche ausgewählt. Das eine ist, man ändert Regeln in einem Spiel selbst oder macht sein eigenes Spiel. Wir haben verschiedenste Themen wie Gentrifizierung, Migration, Fake News aufgegriffen und muss Fake News zum Beispiel selbst schreiben und selber ein Haus gentrifizieren. Bis hin zu komplett neue Welten erstellen, einen Planeten besiedeln und dabei auf die Ökologie von ihnen achten und letztlich vor allen Dingen auch einen Aufstand planen. Wie sehen Revolutionen in Spielen aus und wie verhalten sich die Besuchenden, wenn sie mal selbst auf der Seite der Aufständischen oder der Polizisten sind? Das Publikum, was wir hier jeden Tag bekommen, ist wirklich sehr divers und echt spannend. Gerade früh kommen sehr viele jüngere Besuchende. Da ist hier alles voll. Es ist Wahnsinn, wie alle plötzlich sich das angucken. Gegen Abend wird es meistens noch mal ein bisschen ein älteres Publikum. Und die Herangehensweisen sind ja erstaunlich. Gerade bei Spielen, wo wir dachten, dass es einen größeren Unterschied gibt, geht es los, dass sich nicht nur über die Spiele an sich ausgetauscht wird, wie cool die sind und was sie für eine tolle Grafik haben, sondern tatsächlich geht es sehr an das Inhaltliche ran. Was macht das mit uns? Spielt man da friedlich oder gewaltvoll? Und wenn man dann fertig ist, unterhält man sich, hey, war das jetzt gerade cool, was man gemacht hat? Und will es vielleicht nochmal spielen und geht das anders an? Also gerade für uns als Kuratoren ist es cool zu sehen, wie die Leute diese Spiele wahrnehmen, spielen und sich darüber dann austauschen. Der Award des Play 18 Festivals ist immer ein großes Highlight bei uns und gerade in der Ausstellung ist er einmal abgebildet mit den Leuten, die für den Award nominiert sind. Das heißt, es sind jeweils 3 Nominierte für den Most Creative Game Award sowie nochmal 3 für den Most Innovative Newcomer Award. Und dazu ist es aber so, es gibt noch einen 3. Award, den Publikums Award, und für den kann jeder Besuchende selbst abstimmen mit Klebepunkten, ne? Und jedes Spiel nimmt daran teil. Und das ist auch spannend zu sehen hier in der Ausstellung, wie die Leute dafür abstimmen. Und ja, es ist spannend, es bleibt spannend und wir werden es morgen Abend wissen, wer da die Gewinnenden sind.